Ja, willkommen zu Loveness und Refero gegen Stuwe und Kimbo Teil 2. Ja, ihr habt ja im letzten Spiel gesehen, Bugsplat während dem Casten. Also da seht ihr auch mal wieder, warum ich während dem Streamen ständig mein Spiel neu starte, damit eben das nicht passiert. Ja, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, zwei Teile draus zu machen, denn, mein Gott, das Spiel offensichtlich geht ja relativ lang. Und irgendwie, also das ist insgesamt jetzt schon der dritte Versuch bei mir, dieses Spiel hier zu casten. Es ist immer irgendein Scheißdreck passiert. Beim ersten Mal habe ich dann irgendwann nach einer halben Stunde festgestellt, dass der Sound nicht funktioniert hat. Beim zweiten Mal habe ich es zu Ende gecastet und eine Sekunde, bevor ich fertig war, hatte ich keinen Festplattenplatz mehr. Und jetzt beim dritten Mal Bugsplat, das heißt, es ist tatsächlich jetzt sogar schon der vierte Versuch. Und ich hoffe, wir kriegen das jetzt hier ordentlich zu Ende. Vielleicht noch mal hier kurz zur Einordnung. Was bisher passiert ist, wirklich sehr, sehr starkes Early Game der Achsenspieler. Die Alliierten haben es nie geschafft, stabil mal eine Seite unter Kontrolle zu bekommen. Wir sehen jetzt hier, Loveness hat jetzt mal die linke Seite hier gerade, aber hier kommt schon wieder Freund Brummbär, um das MG zu vertreiben. Der gute Refero kriegt hier ständig in der Mitte nur auf den Sack und hat es nie geschafft, bis auf, glaube ich, eine Ausnahme mal hier auch an den Fuel ranzukommen. Also wirklich ein sehr, sehr toughes Spiel für die Alliierten bisher. Und man muss aber auch sagen, es ist sehr, sehr, ja, man muss ihnen sehr hoch anrechnen, dass sie es überhaupt so weit geschafft haben, so wie das im Early gelaufen ist. Und ja, jetzt kommen wir gerade hier richtig zu dem Zeitpunkt, als Freund Josef Stalin Panzer hier aufs Feld kommt. Und hier sehen wir gerade den explodierenden Puma. Wir sehen hier aber auch, hier steht ein totes AEC. Auch das vielleicht noch so zur Einordnung. Refero hat schon drei AECs verloren. Geh mal stark davon aus, ein viertes wird er jetzt nicht mehr bauen. Aber lassen wir uns überraschen. Doktrinen sind mittlerweile auch klar. Loveness hat Skillplanes ready, Funkabhörung, IS-2, wie wir gesehen haben. Refero mit mobiler Angriff, mobiles Angriffsregiment hat auch schon eine Landmatratze auf dem Feld. Flamer wäre halt noch eine ganz geile Sache so. Und Stuwe mit Spec Ops und Kimbo mit Blitzkrieg. Ja, gut, dann ist es angerichtet für den zweiten Teil und weiter geht's. Oh, Full Unit Kill, nicht aufgepasst von Kimbo. Wie gesagt, Loveness wird die linke Seite auf Sicht vermutlich wieder verlieren, wurde hier vertrieben vom Brummbär. Brummbär orientiert sich jetzt wieder in die Mitte. Hier ist der Sniper von Loveness. Auch hier hatte er schon einen verloren. Das ist schon der zweite, meine ich. Jo, Kommandopanther auf dem Feld als Counter gegen den IS-2. Ziel ist auch markiert. Pack ist in Position, versucht den Bodenangriff durch diese Mauer hier. Nur der sitzt mal. Wir sehen direkt, ihr ist zweimal direkt fett auf die Fresse bekommen. Siegmarkenmäßig sieht es auch nicht so gut aus für unsere alliierten Freunde. Irgendwo ist jetzt hier wieder eine Einheit gestorben. Ja, also wirklich sehr, 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 sehr ereignisreiches Spiel. Es ist wirklich schwierig, hier den Überblick zu behalten. Hier haben wir Landmatress, die feuert, kommt aber nichts bei rum. Das Einzige, was sie einigermaßen ordentlich schaffen, ist halt die Mitte so ein bisschen zu halten. Aber hier kommt jetzt der nächste Push von Kimbo rein. Der Grand Blob of Death in Verbindung mit Sturmpanzer 4. Ja, aber schon ein bisschen gelitten hat und dementsprechend weg muss. Das MG aber auch, so dass jetzt hier der Grand Blob rumläuft. Mehr oder weniger ungecountert.
Vorsicht jetzt auf die Wet Pack. Ja, die Pack wird es vermutlich nicht überleben. IS-2 kommt dazu. Ist wieder fit. Aber hier wieder eine Pack raus. Ja, Lovis muss jetzt wirklich was reißen mit dem IS-2. Wenn sie hier nochmal so richtig ins Spiel finden wollen. 2-2-2 wieder on the hunt. Wieder den Sniper killen. Schön Smoke gesetzt von Kimbo. Dementsprechend könnt ihr wirklich den Sniper kriegen. Wird eine enge Kiste. Hier kommt der T-70 zur Unterstützung. Ah, der T-70 sollte das vorher noch klar machen, denke ich. Oder, ja, war eine enge Kiste. Schön gemacht von Love Nest. Schöner Versuch von Kimbo und gleichzeitig aber auch schön gerettet von Love Nest. Ja, wirklich allerhöchste Eisenbahn mit dem T-70. Wo ist der IS-2? Da ist er. Ja, auch Siegmarkenmäßig müssen sie jetzt wirklich was machen. Wir brauchen mal stabil jetzt zwei Siegmarken. Der Ferro hat es hier mal wieder geschafft, mal kurz anzucappen, aber das ist ja halt alles nichts Dauerhaftes. Es geht hier immer vor und zurück. Aber so richtig stabil unter Kontrolle kriegen die Alliierten das nicht. Hier haben wir den Brummbär schon mit 18 Kills. Hat ja ordentlich gelitten, aber so ein Brummbär ist wirklich extrem schwer zu killen, vor allen Dingen, wenn er dann Wett hat. Hier haben wir Piaz auf den Royal Engineers. Da halte ich eigentlich nichts von. Flamer fände ich geiler. Gegen diese ganzen Häuser hier auf der rechten Seite, wo sich Refero schon das ganze Spiel über extrem schwer tut, hier irgendwas dagegen zu machen. Doppel MG34 von Stuwe plus Lux plus Kommandopanzer plus Püppchen. Da machst du nicht viel. Hier kommt die nächste Salve. Geht tatsächlich auf das Haus. Hier ist zwei, kommt dazu. Infiltration. Achso, das war Infiltration Nades plus Satchel Charge gleichzeitig. Mal hier. Ordentlicher gemeinsamer Push. Könnt ihr jetzt dafür sorgen, dass hier mal die rechte Seite ein bisschen mal unter Kontrolle gebracht wird. Außerdem Püppchen geklaut. Und ob das rauskommt. Brummbär schießt drauf. Sollte eigentlich klappen. Auch auf der linken Seite laufen es jetzt mal dabei, die Siegmarke in sich zu holen. Und auch auf der rechten Seite sieht es jetzt wirklich gut aus, dass sie das mal, das Ding hier mal wuppen können. Oh, und der Lux ist raus. Tatsächlich, es war tatsächlich die Piat, die gerade noch gesagt hat, dass ich kein Fan von bin. In dem Fall hat es sich wirklich mal gelohnt. IS-2 ist markiert. Aber der Kommandopanzer ist relativ low. Es ist ziemlich risky, hier nachzufahren. Nades übrigens auch von Refero. Wird das Gefecht, denke ich, trotzdem nicht gewinnen hier. Was ist das hier? Eine Anti-Tank-Strafe. Okay. Ist nicht so recht, warum. Laufen jetzt übrigens auch immer noch Skillplanes ready. So er sie denn bräuchte. Hier haben wir jetzt das dynamische Duo Sturmpanzer plus Panther. Sturmpanzer 4 hat Motorschaden, aber sollte jetzt nicht so das Problem sein. Hier könnte man übrigens in solchen Situationen, das wird oft unterschätzt, fortgeschrittener Deckungskampf, der sorgt dafür, dass wenn die Infanterieeinheiten schießen halt einfach genauer, da kann man dann auch gerne mal mit solchen Truppen hier frontalen MG rausnehmen. In dem Fall wird das jetzt eh nicht klappen.
weil jetzt zwei MGs sind und die Einheiten sind schon gepinnt, aber wenn man hier mit fortgeschrittenem Deckungskampf hier draufläuft, sich so ein bisschen verteilt, dann sind die Chancen gut, dass man auch frontal so ein MG rausnehmen kann. Hier ist der Zug, wie gesagt, schon abgefahren, aber nur so als Hintergrund. Sieht es hier tatsächlich mal so aus, als könnten sich zum ersten Mal im gesamten Spiel, in Minute 30, die Alliierten mal alle drei Siegmarken holen. Schauen, wie lange das so bleibt, aber sieht jetzt erstmal gut aus. Hier wird schon wieder angekappt. Wird ein kurzes Vergnügen, aber immerhin. Schöne Sis Gun Barrage. Pack muss aber trotzdem weg und wird vermutlich sogar sterben, oder? Nee. Sehen aber, Laufnis hat T2 nachgetaggt. Das ist auch verständlich. Er hat den Fuel nicht für T4, nachdem er den Josef Stalin Panzer geholt hat. Und ich habe es ja schon erwähnt, das ganze Spiel über eigentlich nie Fuel Control gehabt, so richtig. Von daher richtige Maßgabe. Refero hat zwei Packs und ein Püppchen, also drei Packs insgesamt. Auch keine Tanks. Laufnis hat ein IS-2 und jetzt eine Pack. Das Problem ist so ein bisschen, Stupa ist halt auch gut gegen Packs. Und Stuwe hat potenziell die Möglichkeit, Stuka zu Fuß zu holen. Gegen diese ganzen Support-Waffen. Momentan sieht es gut aus, aber die Achsenspieler haben eigentlich alle Möglichkeiten, das zu countern, was sie jetzt hier gerade sehen. Aber die rechte Seite gehört jetzt mal den Alliierten. Hier capt laufen jetzt wieder den linken Fuel. Hier steht jetzt aber das Hauptquartier, um die Siegmarke hier zu covern. Das heißt, auf Sicht wird sich's eher auf Mitte rechts konzentrieren, nehme ich mal an. Okay, die Nade war jetzt unnötig, aber so what. Aber wirklich Respekt, oh, wirklich Respekt an an unsere alliierten Freunde hier. So wie das Early Game, wie es im Folgenvideo gesehen habt, gelaufen ist, das Early und das Mid Game. Wirklich höchsten Respekt, dass sie hier sich überhaupt ins Late Game gekommen sind. Und jetzt sieht es wirklich ganz gut aus. Zwei Siegmarken, Doppel-Fuel. Das war so wirklich nicht zu erwarten. Und wirklich stark gemacht. 95% aller Spieler nach diesem Early Game ist das Ding dann durch und dann wird gequittet und das war's. Hier kriegt der Panther ein bisschen auf den Sack. Aber Kimbo hat es gesehen, fährt dementsprechend weg. Ja. Der Brummbär ist wirklich Pain in the Ass, 21 Kills. Und wie gesagt, wenn der mal wett ist und die Schürzen bekommt, kriegt das Drecksding einfach nicht mehr gekillt. Vor allen Dingen nicht, wenn ihr keine Tanks habt, um nachzusetzen. Die Alliierten haben halt, wieder bitterer Treffer vom Sturmpanzer. Wenn ihr nur Packs habt, dann fährt halt der Brummbär immer rein, gibt ein, zwei Schüsse ab und dann verpisst ihr sich wieder. Den kriegt ihr nicht gekillt, wenn der Gegner gut ist. Braucht ihr einfach noch einen Tank, der dann nachsetzen kann, um das Ding unter Umständen mal zu finishen, wenn es low ist. Nächste Salve der Landmatratze auf das MG, kommt aber irgendwie nicht viel bei rum, wie es aussieht. Ah doch, warum sage ich, ist das MG raus. Rechte Seite wieder im Besitz von Stuwe. Das heißt, der Siegmarkendrain wird fortgesetzt. Alis haben es geschafft. Also wenn ihr das letzte Video gesehen habt, habt ihr gesehen, die Achsen hatten einen relativ großen Vorsprung, was Siegmarken angeht. Da haben sich die Alliierten wieder schön rangeschlichtet. Jetzt haben wir hier Doppelsturmpanzer. Das ist natürlich wirklich bitter. Glücklicherweise ist jetzt eine Su-85 da. Von Loveness, das heißt, er hat sein T4. Mal. Wo hat Laufen ist eigentlich die SU-85? Ja, ich sehe das T4 gar nicht. Ach, er hat es darüber gebaut. Warum auch immer.
Ja, okay, gut, egal. Jedenfalls, Loveness hat jetzt eine einen IS-2 und eine SU-85 und das ist ziemlich geil. Und das sehen wir ja auch, dass Loveness das benutzt. Ein VET-3 T70 in Überwachungsmodus gibt wirklich Sicht ohne Ende. Also Loveness hat jetzt hier Sicht bis hierhin quasi. Das ist gut, denn damit kann er dann die volle Range der SU ausspielen, was sehr gut ist gegen diese Stupa-Freunde. Und wie ich schon angedeutet habe, nur mit Pax ist es natürlich sehr schwierig, dagegen zu spielen, denn Stupa fährt rein, gibt einen Schuss ab, fährt wieder zurück und so. Das ist nicht so einfach. Und da jetzt hier gute Combo. Loveness. Mit dem Sniper noch dazu, der was gegen die Pack machen kann. So. Wo sind Stalin-Panzer mit 10 Kills? IS-2 ist eigentlich echt eine ganz coole Einheit. Das Problem ist einfach die Accuracy. Das Scheißding trifft halt nie. Das Ding hat wirklich, das ist natürlich wie wieder Caster's Curse. In dem Moment, wo ich das sage, trifft das Ding natürlich. Aber mir geht es auch eher um Infanterie als um Tanks. Jetzt hier haben wir es gesehen. Das ist das Normale, was immer passiert bei dem Ding hier. Er schießt dann irgendwo hier im Boden. Das Ding ist so vom Grundsatz her eigentlich ziemlich cool. Das macht eine Menge Splash Damage. Also das teilt wirklich ähnlich viel Schaden aus wie zum Beispiel ein Pershing. Das Problem ist halt einfach, das Scheißding trifft nie. Man macht schon immer seine Kills damit irgendwie, aber ja, es ist so ein bisschen wie ein Pershing mit einem betrunkenen Fahrer drin. Im Prinzip gleiches Potenzial, aber es kommt halt nicht ansatzweise so viel dabei rum. Dennoch gut, dass er da ist. Und useless ist das Ding natürlich nicht, aber wenn man den Pershing als Vergleich nimmt, dann kann das Ding hier natürlich nur abstinken. Gerade wenn der Pershing VET-3 bekommt, dann 50% mehr Feuerrate. Er hat wirklich keinen Vergleich. Oh, hier wird es eng für die Stupa-Bodenangriff. Geht leider vorbei. Ja, auch noch Bodenangriff schön gemacht mit den Piats. Hätte fast einen Kill verdient gehabt, aber hat nicht sollen sein. So. Jetzt haben wir hier auch endlich Tanks bei Refero in Form des Fireflies. Natürlich gut gegen den Kommandopanther. Oh, Mine gefunden von Kimbo. Wieder Bodenangriff von Loveness durch den Smoke. Hier auch von Refero. Das könnte tatsächlich klappen. Und hier haben wir tatsächlich die angesprochene Stuka zu Fuß von Stuwe, allerdings nur ein Kill, alles nochmal gut gegangen. Landmatratze 7 Kills bisher. Na, hier seht ihr, was ich meine. Stupa fährt halt rein, killt irgendwas, fährt wieder zurück. Mittlerweile wird 3 das nervige Ding. 26 Kills, der zweite hat erst 2, aber ja. Richtig harte Nuss. Hier Infiltration Nades über die Hecke. Schön gemacht. Oh. Und das war's. Wirklich schön gemacht von Stuwe. VET-3 Infanterie Section raus. Ist natürlich bitter. Oh. Vorsicht auf den Sniper. Hier gerade der IS-2 am Stupa frontal gebounced. Ist natürlich auch Kacke. Ja, ihr seht's. Diese scheiß Dinger kriegst du nicht tot, ums Verrecken nicht. Jetzt ist hier mal die Pack raus. Das ist natürlich cool. Das wäre jetzt natürlich nice, die auch zu zerstören. Mitnehmen wird schwierig. Von daher mach sie weg, Kollege. Bodenangriff mit der Pack wäre jetzt hier eine Möglichkeit. Am besten wäre natürlich mitnehmen, aber ich denke, das wird nichts. Von daher würde sie. Oh, Bam! Ja. Nächster Kill von den Sturmpanzern. Das ist wirklich eine harte Nuss. Hier sehen wir wieder einen gemarkten IS-2. Aber hier kommt auch Unterstützung noch ran in Form der SU-85 und von dem geklauten Püppchen. Schauen wir wieder nach links.
Das läuft hier. Panther fährt hier so ein bisschen rum. Hier ist die Repair Crew am Start. Wir sehen jetzt hier Katyusha gleich auf dem Feld beim Love Nest. Böser Treffer, der in der Stuka zu Fuß. Landmatratze ist raus und das Vickers zum Retreat gezwungen. Das Ding ist halt, das ist halt hochgradig effektiv, ne? Denn ihr wisst ja, er fährt halt vor, killt was, fährt zurück, wird repariert. Das kostet Kimbo keine Manpower. Wohingegen das aber die Alliierten die ganze Zeit jedes Mal Manpower kostet. Hier sehen wir eine neue Infanteriesektion, diesmal mit Artillerie. Zum ersten Mal jetzt auch Skillplanes aktiviert von Love Nest. Das heißt, jetzt könnte mal gepusht werden. Hier haben wir die Anti-Air-Fähigkeit des Hauptquartiers aktiviert. Hier wieder Stupa am Start. Bam. Pack ist auf dem Posten. Da kommt irgendwie nicht viel bei rum jetzt hier gerade. Doch, jetzt wird das MG mal hier gepinnt, aber ja. Sniper kommt nach vorne. Mittlerweile Wert 3 geht stramm auf die 30 Kills zu. Rechte Seite mal wieder im Besitz von Refero, aber... ein MG-Blob. Stuwe, du Noob. Gefundenes Fressen eigentlich für den Josef Stalin-Panzer. Wer das hier? Wenn wir ein Auge drauf haben. Doppelfuel mittlerweile wieder für die Alliierten. Mitte ist auch unter Kontrolle. 2 Siegmarken. Ja, komm mal ran auf den Meter. Mach die MGs weg. Ja. IS-2 schießt mal wieder vorbei. Surprise. Infiltration Nades. Und das Vickers ist raus. Der wird 2. Oh, bam. Das war mal ein schöner Treffer vom IS-2. Firefly schießt auf den Kommandopanther. Sieht auch gut aus. Ja, richtig gut im Spiel, unsere Achsenfreunde. Siegmarkenmäßig auch ausgeglichen. Ich sehe dennoch immer noch Vorteile bei den Achsen, was die Effizienz der Einheitenkomposition angeht. Jetzt haben wir hier einen Panzer on the run, um den, die SU-85 zu killen. Pack muss sich drehen. Bodenangriff hier durch den Zeitblocker. Stupa kommt ran gegen die Pack. Ja, das ist das, was ich meine. Das ist halt hochgradig effektiv, was hier abläuft für die Achsen. Und unglaublich teuer für die Allies. Und das geht halt die ganze Zeit so. Ja, die Frage, ob man das bis zum Ende so durchhalten kann. Wie die Jungs das spielen. Hier Smoke aktiviert. Stupa fährt zurück. Hier kommt der Panther ran. Bam. Schön, schön die Ability aktiviert. Jetzt hier im Bodenangriff. Hier könnte der Panther drauf gehen. Oh. Hat nicht geklappt, aber die Mine gefunden. Schöne Sache. Schön gemacht jetzt hier in der Situation von Refero. Hier die Tulip-Raketen in den Smoke gesetzt, hat auch gesessen. Und dann beim Zurücksetzen die Mine gefunden. Und das war's für Freund Panther. Versuchen wir uns mal kurz wieder einen Überblick zu verschaffen. Kimbo mit Doppelstupa und Panther. Hat der Doppelpanther auch, einer ist draufgegangen. Infanteriemäßig sieht es nicht mehr so gut aus für Kimbo. Das macht Lovnitz wirklich gut mit hier seinem Sniper vor allen Dingen. Zusätzlich jetzt hier noch die Katyusha da für Lovnitz, hat aber noch nicht gefeuert, 0 Kills. Refero auch wirklich eine ordentliche Zusammenstellung. Wie schaut es eigentlich bei Stuwe aus? Ja. 1, 2, 3, 4 MGs, MG-Spam irgendwie. Hat an der Infanteriefront auch hart geblutet. Aber 4 MGs plus Stuka zu Fuß plus Kommandopanther. Ja, das ist so. Also, es sieht wirklich gut aus für unsere alliierten Freunde jetzt hier. Problematik, die ich sehe, ist tatsächlich so ein bisschen die Armeekomposition. Vor allen Dingen hier die Stupas sind wirklich Pain in the Ass und
Stuka zu Fuß. Denn wir sehen es, gerade Refero spielt sehr viel mit Supportwaffen, MG, Landmatratze, Pack und so weiter. Und das ist natürlich gefundenes Fressen für Stuka, Stupa und Co. Und das kostet sehr viel Manpower und ja, das ist die Sache. Bei Loveness sieht es da ein bisschen besser aus. Er hat halt die eine Pack, ansonsten hat er IS-2, SU-85, noch eine zweite SU-85 im Bau und jetzt auch Artillerie und den Sniper. Das ist dann schon effektiv. Und hier der schöne Wert 3 T-70 für die Sichtweite. Ja, aber Siegmarken ausgeglichen, Armeekomposition, wie gesagt, hat ein paar strukturelle Schwächen hier bei den Alliierten, aber es sieht gut aus. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie das Early- und Midgame gelaufen ist. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus und höchster Respekt. Irgendwo hat Loveness jetzt wieder hier eine Einheit verloren. Ja, verzeiht mir, das ist wirklich schwer, hier den Überblick zu behalten. Vier Spieler auf dem Feld und wird hier ständig auf allen Seiten gepusht. Dann haben wir den IS-2 gegen die MGs. Hier haben wir den Firefly, mittlerweile schon Wett 2. Schöner Bodenangriff hier für vom Panther. Wo ist die Landmatratze? Nicht feuerbereit gegen diesen MG-Spam. Natürlich nice. 26 Kills mittlerweile vom IS-2. Wenn das ein Pershing wäre, wären es halt 46 wahrscheinlich. Ja, aber auch wenn die Achsen jetzt so ein bisschen geblutet haben, linke Seite wiedergeholt, rechte Seite wiedergeholt und in der Mitte greifen sie gerade auch an. Also geht hier wirklich extrem hin und her die ganze Zeit, wirklich schönes Spiel. Ja, 37 Kills mittlerweile für den Brummbär. Mine gefressen, aber hier Motorschaden, hier die nächste Stuka-Seife. Und direkt das Vickers, das schöne Wett 3 Vickers, komplett gekillt. Hier kommt die erste Salve der Katyusha, direkt auch ordentlich reingehauen, aber im Gegensatz zu Refero kam hier jetzt kein Full-Unit-Kill dazu. Hier kommt die nächste Salve mit der Landmatratze auf die MGs, Wett 5, MG34. Die Landmatratze ist einfach scheiße und auch schon wieder die Crew hier jetzt gerade. SU-85 gemarkt. Püppchen ist aber da, muss jetzt direkt weg. Das schöne geklaute Püppchen bitte nicht verlieren. Sollte klappen. Des Weiteren geht es hier links rund. Schöne Wett 3 Pack. Und jetzt auch Wett 2 der Brummbär. Jetzt hier dann auch weg muss, aber das ist wirklich hochgradig effektiv, was Kimbo hier macht mit seinen Sturmpanzern. Vorfahren, killen, zurückfahren, reparieren. Das kostet nichts, außer Micro. Ja, kommt der Wett 3, Freund. Die Landmatratze wieder hart rangenommen. Schöner Push. Hier fährt der mistige Wett 3 Kollege wieder weg, wird wieder repariert und dann geht das Spiel von vorne los. Ach, Centaur hier von Refero gegen die Infanterie. Naja, weiß nicht, ob er damit glücklich wird, aber gegen diese MGs hier natürlich schon gut. Siegmarkmäßig sieht es wirklich jetzt nicht mehr gut aus. Triple Cap jetzt für die Achsen. Kleiner Vorsprung ist noch da, aber der wird ruckzuck weg sein. Self-Repair-Funktion aktiviert von Refero. Nächste Stuka-Salve, wo geht die hin? Wieder in die Mitte. Auf die Katyusha auch, aber glücklicherweise nicht viel bei rumgekommen. Katyusha-Salve direkt, Konter-Salve hinterher auf das MG in der Mitte. Ein MG ist raus, hier liegen mittlerweile zwei. Schauen, ob das dritte auch noch stirbt.
zusätzlich noch eine Stuka-Salve. Stufe hat jetzt 2. Wird hier richtig rumgebolzt mit Arti. Skillplanes sind ready für... Oh, was war denn das? Das war der Firefly. Schöner Pick hier von Kimbo. Ja, sorry, wie gesagt, nicht passiert so viel. Ich kann das nicht alles im Blick haben. Werde ich vielleicht in Zukunft auch wieder mal wieder zu zweit machen. Aber auch wenn man es zu zweit macht, man kann ja mit dem, man kann ja mit der Kamera nicht überall gleichzeitig sein. Ja, Stupa kommt wieder nach vorne. Weiß nicht, was der jetzt hier eigentlich will. Jagdpanzer 4 jetzt zusätzlich noch bei Stufe. Wett 4 Kommandopanzer, Jagdpanzer 4 und 2 Stukas. Kann man mitarbeiten. Weiß nicht, wie glücklich Refero hier mit seinem Centaur werden wird. Oh, muss jetzt hier aufpassen, der IS-2. Panther kommt hier gleichzeitig noch rein. Das ist richtig eng. SU-85 ist raus. Für den IS-2 wird es auch richtig eng. Schöner Push, schöner harter Push jetzt hier von den Achsenspielern. Mit allem, was sie haben. IS-2 ist raus. IS-2 ist nicht raus. SU-85 ist raus. Skillplanes übrigens ready für Love Nest, um sich die Mitte mal wiederholen zu können. Ja, schöner Push der Achsen, aber gerade nochmal zurückgeschlagen. SU-85 ist da draufgegangen dabei. MG-42 geklaut. Nächste Stuka-Salve. Dann, wo die hingeht. Also ein bisschen ins Niemandsland, da kam jetzt nichts bei rum. Glücklicherweise für Refero. Hier Preemptive Arti irgendwie. Keine Ahnung, was das soll. Linker Fuel Decap, Mitte wird wieder eingenommen und rechte Siegmarke gehört den Alliierten. Sind wirklich... vor und zurück die ganze Zeit. Ein bisschen Erster Weltkrieg-Style. Oh, das MG42 muss weg. Kommt die Rifle Nade und das wird es gewesen sein. Ja, neues MG geklaut. Hier fährt er mal wirklich weit vorne. Ungewöhnlich. Aber kein Support da groß. Oh, und hier kriegt der Kommandopanther richtig auf den Sack. Aber es ist jetzt kein Supporter, um hier wirklich den Kill zu machen. Das ist so ein bisschen die Geschichte des Spiels. Oh, hier stirbt mal ein Grenadier. Oh, der Panther ist in Trouble. Also hier ist noch ein zweiter Panther da. Oh, beide Sturmpanzer sind draufgegangen. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Wo ist das denn passiert jetzt? Hier ist einer draufgegangen. Okay, der war ziemlich low, wenn wir uns erinnern, hier in der Mitte. Aber wo ist denn der zweite gestorben? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das ist natürlich jetzt episch. Kotzt mich jetzt tatsächlich ein bisschen an, aber was soll ich machen? Ihr seht, hier ist immer irgendwo irgendwas. Tatsächlich nicht gesehen, wie Loveness das tatsächlich jetzt hier gemacht hat. Ja, okay, sei es wie es sei. Sehr, sehr nice jetzt natürlich für die Alliierten, denn diese Stupas war natürlich wirklich pain in the ass und ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen die Geschichte des Spiels, dass Loveness und Refero hier alles immer massiv anhitten, aber es nie gekillt bekommen. Und ja, wieder Caster's Curse. In dem Moment sind hier beide Sturmpanzer 4 jetzt mal gekillt. Und ja, für Kimbo sieht es jetzt richtig scheiße aus. Beide Panther ziemlich low. Werden wegkommen, beide, so wie es aussieht. Aber dennoch... Grenadiere hatte er eher so gut wie keine mehr und im Prinzip
hat er nur noch mit seinen Sturmpanzern gearbeitet und die sind jetzt beide tot. Fuelmäßig kann er sie nicht direkt nachbauen, deswegen jetzt hier erstmal wieder hier Infanterie gebaut. Eine Minute, wenn null Infanterie gebaut wird, dann weiß man, es ist irgendwas schief gegangen. Ja, sieht weiterhin gut aus für die Alliierten jetzt. Aber ich meine, Stuwe war in einer ähnlichen Situation, bei dem sah es auch relativ scheiße aus. Mittlerweile ist er auch wieder gut dabei. Zwei Stukas, Kommandopanzer, Jagdpanzer und drei MGs. Nächste Stuka-Salve, wo geht die hin? Aufs MG, aber ja, alles gut gegangen. Der Zuschauer ist gerade nicht einsatzbereit, als die Achsen machen sich wieder dran, die Mitte zu holen. Diesem MG-Spam hier. Kills. Nicht schlecht für den IS-2. Hier wieder Aufklärung gesetzt von Stuwe. Das heißt, wahrscheinlich deutet sich hier eine Salve an. Von der Stuka. Ne, er wollte nur aufklären, um zu gucken, ob er pushen kann mit seinem Kommando-Tank. Aber SU-85 ist am Start. Plus Püppchen. Hier ist auch die Stuka-Salve. Oh, das könnte jetzt gewesen sein für den IS-2. Schön der Pick gemacht mit dem Panther. Nur Bodenangriff. Auch Siegmarkenmäßig immer noch ausgeglichen. Wo geht die Salve hin? Der Fischer-Salve auf das MG. Wird zum Retreat gezwungen, das heißt, Siegmarke kann sich wieder geholt werden. WTF? Der Ferro hat sich eine SU-85 irgendwie geholt, die wohl abandoned war. Auch nicht schlecht, wenn er schon seinen Firefly nicht mehr hat, ne? Ja. Siegmarken 102 zu 100. 3, ne? Wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Landmatras reißt nicht wirklich viel in dem Spiel. Oh, bam! Rifle Nate. Bittere Rifle Nate. Hier kommt der getarnte MP4 nach vorne. Stuka auf das MG. Ja, die Stuka-Salven, die sind wirklich bitter. Die sitzen richtig gut in dem Spiel. Der Stuka hat man ja oftmals das Problem, dass selbst wenn so ein Schuss hier sitzt, das Ding dann, das MG dann zum Beispiel dann doch nicht gekillt wird. Stuwe hat das RNG, das man dafür braucht. Die Stuka-Salven sitzen wirklich richtig gut. 29 Kills. Die eine Stuka. Wett 5 Kommandopanzer, natürlich auch echt bitter. Hier kommt eine Nailed. Schauen, ob Stuwe das sieht. Ach. Das war wirklich nett gemacht, auch wenn es nichts gebracht hat von Refero. Er hat die Nailed geworfen, hat damit gerechnet, dass Stuwe so gut ist und direkt aus dem Haus rausgehen wird. Und dann hätte er das gemacht, wäre er direkt in die Nailed geworfen. Aber Stuwe war zu spät dran und deswegen hat es nichts gebracht. Aber. Ja, das sind so die Kleinigkeiten, die manchmal für Full-Unit-Kills sorgen oder halt eben nicht. In dem Fall leider nicht. Hier kommt wieder der MG-Blob nach vorne. Zusätzlich Panzer 4 im Bau bei Stuwe. Panther ist Wert 3. Und Refero sitzt auf 489 Fuel und kann damit nichts anfangen, weil er die ganze Zeit hier nur Manpower am Refreshen ist, baut jetzt eine weitere Infanterie-Sektion nach.
Die mit der Arti-Fähigkeit hat er verloren. Ja. So sieht's aus. Weiter geht's. Ja, hier kommt eine Mine. Sniper jetzt aber auch von Kimbo. Heißt, er hat die Mine gesehen. Hier fährt der getarnte Jagd-P4 rum. Eine Mine von Love Nest. Ja, die, richtigerweise die Mine abgebrochen. Das bringt ja nichts. Hier ist der Panther am Start. Zwar fett auf den Sack, aber eine Pack ist rausgenommen worden. Ja, laufendes Spam hier Minen. Schauen, ob das noch was bringt. Was nochmal entscheidend wird im Laufe des Spiels. Hier ist der T-70, um sich mit den MMGs zu beschäftigen. Aber die SU muss weg. Hau ab! Ah, wieder abandoned das Ding. Ja, ihr seht, was der Jagd P4 für eine Range hat, wenn der wett ist. Oh. Hau doch ab da! Jetzt war es das auch mit der zweiten SU. Ja, SU ist raus. Jetzt kommt es wirklich richtig dicke wieder für die Achsen gerade. Für die Alliierten. Der Fero hat seine SU-85 verloren und Laufen ist auch. IS-2 ist ja auch weg, wie wir wissen. Das heißt, keine Tanks mehr. Auf alliierter Seite. Wieder richtig bittere Stuka-Salve. Eine Infanterie-Section gekillt. Sieht nicht gut aus. Es ist nichts da, um die ganzen Tanks aufzuhalten. Sprich, hauptsächlich der P4 jetzt hier gerade. Eine Pack, zwei Packs von Loveness sind noch da. Der Fero hat ein geklautes Püppchen und eine 6-Pfünder. Aber es ist genug Arti auf dem Feld, um die Packs rauszunehmen. Das heißt, jetzt wirklich schwierige Situation für die Achsen. Jetzt der nächste Sturmpanzer im Bau für. Oh. Nächster Infanteriekill. Und jetzt die Landmatratzensalve. Mal, ob da mal was bei rumkommt. Kriegt aber nichts gekillt. Jagd P4, der räumt da richtig auf. Getarnt hier mit maximaler Range, richtig bitter. Map-Control-mäßig sieht es eigentlich noch okay aus, aber von der Armeezusammensetzung ist es jetzt halt richtig kacke. Für die Alliierten, alle Tanks tot sind. Jetzt kommt ein Sniper von Laufen, ist in der Meinung, die Zeit hat er nicht. Brauchen eigentlich Tanks. Sniper wird zwar hier vertrieben, aber. War das jetzt richtig gekippt wieder in Richtung Achse? Das Spiel, man sieht es jetzt Map-Control-mäßig noch nicht so, aber es ist so. Ja, hier kommt die nächste Stuka-Salve. Wo geht die hin? Die wird hier drauf gehen. Ja, die sitzen richtig hart. Katjuscha-Salve. Oh, jetzt kommt der Stupa dazu. Ja, einfach die Arti-Überlegenheit da und die Tank-Überlegenheit. Das ist keine gute Kombination. Hier kommt der Wett-5-Kommando-Panther rein und macht den Pick, holt sich die Katjuscha. Das kommt jetzt richtig bitter für die Allies. Ja, und Kimbo hat sich halt jetzt wieder erholt. Doppelpanzer, Stupa ist wieder da und unten noch ein Sniper. Und Stuwe. Die zwei Stukas sind wirklich Pain in the Ass. Die treffen richtig gut. Ist natürlich auch so ein bisschen RNG, ob das sitzt, ob da eine Einheit direkt gekillt wird oder ob nur ein paar Models rausgehen. Stuwe hat das nötige RNG, das er braucht, um sie effektiv zu machen. Püppchen wird es nicht überleben hier. Ja, und Siegmarkenmäßig wird es jetzt auch langsam eng. Und ich sehe hier jetzt tatsächlich nicht, wie die Jungs hier an die Mitte rankommen wollen. Nächste Salve, MG wieder raus, so gut wie.
Sniper sehr offensiv vorne auf Hold Fire, um zu scouten. Ja, wir haben hier die Landmatratze auf das MG. Irgendwie keine Reaktion von Stuwe. Neuer IS-2 ist da, aber der Jagd-P4 macht ihm das Leben schwer. Hier die Nate, diesmal gedodged von Stuwe. Oh, hier in der Mitte aufgetarnter Sniper kurz. Oh, hier ist der Counter-Sniper am Start von Love Nest. Sehen wir tatsächlich hier noch in Minute 60 ein Sniper-Duell oder was? Oh, Sniper schießt, will schießen, ist aber knapp außerhalb der Range. Aufklärung gesetzt von Kimbo. Sniper kommt wieder nach vorne. Ja, tatsächlich kurz ein bisschen Ruhe. Nächste Stuka-Seil, würde mich wundern, wenn die hier hingeht. Irgendwo. Nee, rechts, sieht auf das MG. Bleiben wir aber kurz bei dem Sniper-Duell. Oh, Sniper aufgetarnt. Geht da der Schuss? Ja. Ihr wisst ja, 50% Trefferchance bei retreatenden Einheiten. Ja, Counter-Snipe in Minute 59. Die sieht man auch selten. Schöne Sache, aber dennoch. In der Grundausrichtung hat sich hier nichts geändert. Weiterhin sehr, sehr schwierig für die Alliierten, was die Armeezusammensetzung angeht. Ja, Refero hart blutet. Haben sich zwar wieder zwei Siegmarken geholt, aber strukturell sieht es einfach besser aus. Stuwe macht einfach richtig Alarm. Jetzt kommt hier auch noch ein Panzerwerfer dazu. Und damit ist das Ding meiner Meinung nach jetzt eigentlich durch, weil ihr seht, Laufnis verlässt sich im Prinzip nur auf Supportwaffen und wir haben jetzt ein Stupa und ein Panzerwerfer auf dem Feld. Das ist aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit, bis die ganzen Supportwaffen hier sterben. Und Refero kriegt richtig auf die Fresse jetzt die letzten Minuten. Und seit Ewigkeiten hat er keine Tanks mehr. Infanterie hat auch hart geblutet. Eine Low Pack. Zwei Packs hat er noch und so. Landmatratze reißt auch nicht wirklich was. Deswegen. Siegmarken 16 sind noch am Start. Jetzt geht es ja eigentlich nur noch ums Cappen. MG wird sterben. Nee, ja doch. Erst die Panzerwerfer-Salve. Und das ist das Ding. Allies kommen jetzt gar nicht mehr zum Cappen groß, weil so viel Arti auf dem Feld ist, die das verhindern kann. Stukas sind gerade nicht einsatzbereit, aber hier kommt schon Freund Sturmpanzer ran, wieder mit einem bitteren Hit. MG ist raus. Ja, die Arti-Überlegenheit macht's jetzt halt. Refero ist im Prinzip völlig am Arsch. Laufnis hat noch ein bisschen was, aber der wird es jetzt auch nicht mehr reißen können. Hier kommt der Wert 5. Kommandopanzer, der jetzt den Wert 3 Wert 70 abgreift. Hier kommt die Panther vor, die jetzt den IS-2 töten werden. Jetzt ist das Ding eigentlich durch. GG. 3 Siegmarken noch. Und das war's. Ja, der Siegmarken-Drain wurde nochmal gestoppt, weil Laufen ist hier oben capped, aber dennoch, das wird nichts mehr. Schaut euch an, Refero hat im Prinzip nichts mehr und Laufen ist auch nicht viel. Skillplanes gesetzt jetzt nochmal, aber das verzögert die Sache jetzt nur hinaus. Liegen auch den Cap ums Verrecken nicht durch in der Mitte.
Ist auch nichts mit Triple Cap oder so. Na, der Cap könnte klappen. Aber hier oben schon wieder decapped. Weil Triple Cap ist nicht. Das ist aber das, was sie jetzt bräuchten. Nächste bittere Stuka-Salve und Panzerwerfer. Ja. Und spätestens jetzt ist Refero halt komplett tot. Ihr seht, was er noch hat. Laufen, es hat noch ein bisschen was, aber... Ja, die Stukas. Wett 5 Stuka mit 51 Kills. Und die andere mit 33. Also, meiner Sicht, die Stukas haben das Spiel gewonnen für die Achse. Zusammen mit den Sturmpanzern, die mit denen die Allies auch richtig Probleme hatten. Man hat es auch gesehen, als sie dann weg waren, die Sturmpanzer, dann war das auch der Moment, wo die Alliierten nochmal so ein bisschen ins Spiel gekommen sind. Aber ja, zurückgekämpft von den Achsen und jetzt halt, ne? Der Wett 4 Jagdpanzer hat auch richtig aufgeräumt. Wett 5 Kommandopanther. 3 Fahrzeuge gekillt. Der Jagdpanzer auch mit 3 Fahrzeugkills. Jetzt kommt hier die nächste Stuka-Salve. Wo geht sie hin? Naja, egal. Das war's. Ja, Spiel ist durch. War wirklich ein schönes Spielchen. Ging die ganze Zeit hin und her. Hat Spaß gemacht zuzugucken, war auch wenn es jetzt hier für mich persönlich zum Casten wirklich sehr, sehr schwierig war, ärgert mich ein bisschen, dass ich das mit den Sturmpanzern nicht gesehen habe, wo die draufgegangen sind, aber ja, gerade so ein hohen Niveau mit so hochklassigen Spielern, da ist halt ständig irgendwo Action, da kann man den Überblick im Prinzip nicht mehr halten und alles im Blick haben. Zu zweit casten wäre eine Möglichkeit, aber ihr seid ja mit der Kamera trotzdem nur auf einem Punkt. Also man kann, denke ich, in Teamgames nie alles im Blick haben. Das ist ein bisschen schade, aber dennoch, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. War ein schönes Spielchen. Und von daher will ich es jetzt auch nicht weiter in die Länge ziehen. Danke fürs Zuschauen. Wünsche euch wie immer viel Spaß beim selber zocken, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.